Wusstet ihr, dass Lachse Infrarot sehen können, um sich nachts besser zu orientieren? Wir wiederum benutzen Infrarotsicht fürs Recycling. Wie das funktioniert, klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Die Zäpfchen in unserem Auge nehmen 3 verschiedene Farben wahr, nämlich Rot, Grün und Blau. Auch die Kameras in unseren Smartphones nehmen Rot, Grün und Blau wahr. Dabei gibt es noch so viel mehr im Lichtspektrum zu entdecken als nur den sichtbaren Bereich, also den Bereich von 400 Nanometer bis 750 Nanometer Wellenlänge. Zum Beispiel kann man auch in den infraroten Bereich schauen, also den Bereich über 750 Nanometer Wellenlänge. Dafür braucht man dann aber andere Kameras. Unser Kamera-Array nimmt 9 Kanäle, also 9 unterschiedliche spektrale Bereiche gleichzeitig auf. Dabei wird sowohl der sichtbare Bereich als auch der infrarote Bereich aufgenommen. Nachdem die Kameras an unterschiedlichen Positionen sitzen, ist das überlagerte Bild der Rohaufnahmen unbrauchbar. Mittels intelligenter Bildsignalverarbeitung sieht es dann aber so aus, als würde jede Kamera von der Zentrumsansicht aufnehmen. Dabei springt sogar noch das Tiefenbild heraus. Aber was lässt sich damit jetzt anstellen? Beispielsweise lässt sich diese Technik zur Analyse von Kunststoffen einsetzen. Kunststoffe haben spezifische Molekülanordnungen und somit wird das Infrarotlicht unterschiedlich absorbiert. Wir können dadurch in der Infrarotaufnahme die Kunststoffe leicht voneinander unterscheiden und so sortenrein recyceln. So verbinden wir Signalverarbeitung mit Umweltschutz. Genau dein Ding? Dann komm zu uns an die FAU.